Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Was war das denn? Sons of Dane, automatischer Alarm. Hier spricht Dane Rogers. Dies ist ein automatischer Alarm. Eine unbekannte gefährliche Kreatur wurde in der Nähe der Sons of Dane-Anlage gesichtet. Dieses Ding greift Bugs Kneipe jede Nacht an, wenn wir feiern. Wir nennen es den Nachtkirscher. Hat einige unserer besten Leute getötet. Pauli meint, dass es die laute Musik ist, die den Nachtkirscher. Können wir ihn also in den Hinterhalt locken? Wir wollen uns ja nicht von irgendeinem Vieh die Laune verwerfen lassen. Also haben wir vor, die Flugbox hochzudrehen und mit unseren Instrumenten so richtig einen drauf zu machen. Wir haben sogar ein paar kaputte Instrumente wieder angeschlossen. All das sollte ordentlich Krach machen. Irgendwas an dem Getöse scheint diesem Penner so richtig auf die Palme zu bringen. An alle guten Jäger da draußen, kommt vorbei und helft uns, den Nachtpirscher zu erlegen. Als Belohnung gibt es Bier und Party bis zum Abwinken. Okay, Sons of Dane. Hier spricht Dane Rogers. Dies ist ein automatischer Alarm. Eine unbekannte Ge. Aber wieso habe ich das genau jetzt bekommen? Keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung. Kämpfende, ja. Maulwurfsrattenzähne sind Waffen? Achso, nein. Schon sagen. Okay, wir haben hier noch ein Todestamburin, das kann weg. Achso, das ist mein Jagdgewehr. Und eine Menge doppelläufiger Schrotflinten. Und eine auf 45, die behalten wir. Erstellung freigeschaltet, nichts. Okay. Kraftvoller Verschluss. Kurzes Aufklärungszielfernrohr. Kalibrierter Verschluss. Wuchtiger Kolben. Und fokussierter Verschluss. Okay, dann weiter mit der Popgun. Nichts. Ach, 35 und 45. Okay. 39 und was habe ich hier? 48. Meiner ist ja besser. Rasantes Magazin. Ja gut, das ist das, was dran war wahrscheinlich, ne? Na gut, ein paar Sachen haben wir behalten. Heißt, wir müssen auf jeden Fall nach Hause. Und diese ablegen. Gedämpft, Roboter, oder? Gucken wir uns gleich mal an. Da können wir höchstwahrscheinlich keine Taschen dran machen, ne? Na gut, da können wir mal wieder ein bisschen was dran machen. Gut. Ich würde sagen, es wird Zeit, den Bierhut wieder auszuziehen. Und unseren Sniper. Ich kann beides tragen. Nein. Ach, Schleier der Geheimnisse. Ach so. Ich verstehe. Gut. Da oben hier das versteckte Zimmer. Also hier war ein verstecktes Zimmer. Das habe ich gesehen. Deswegen habe ich hier die Folge gestartet. Gut, dass hier eine Bastelwerkstatt drin war. Gemüsestärke. Wow. Aber das war's auch schon? Mehr gibt's hier nicht? Also ich befürchte, dass bei Sons of Dane irgendwo ein Bossmonster ist. Ach, guck mal. Habe hinter mir den Roboter gehört und dachte ich, das ist doch bestimmt der Roboter, der die ganze Zeit quatscht. Und dann war halt die Tür da. Schießschwert. Naja. Ein bisschen Holz für uns. Aber 40, ach, den hätte ich behalten sollen. Ach, scheiß drauf. So, ich möchte gerne Munition herstellen. So. Munition. Und zwar davon.
Sehr schön. Seitdem ich nach Blei suche, funktioniert es tatsächlich alles. Nicht gut. Ist gerade der Schrank? Ja. Ja gut, dann lass uns mal nach Hause gehen. Dann kommen wir hier zurück, wenn wir halt unsere Stufe 3 haben. So. Endlich wieder daheim. In Darb. Seid ihr die Bremer Stadtmusikanten? Oh Gott, da ist ja noch einer. Oh, 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 oh. Okay, ich will nicht behaupten, dass das knapp war, aber das war knapp. Den möchte ich gerne haben. Schon bin ich überladen. Aber ich bin jetzt hier. Schlüssel des Bergarbeiters. Quest? Öffne den Spind des Bergarbeiters. Okay. Und schon hat sich's gelohnt. Das sind Steine. Aber wir müssen immer noch die Airdrops anfordern. Gehen wir erstmal hoch, ne? Ja. So. Also, wir haben an neuen Waffen diese Dinger hier. Gibt es anscheinend keine Mods drauf. Fokussierter Automatikverschluss. Na gut, legen wir es mal rein. Wer stört? Hört sich nach einem Hund an. Hab ich doch richtig gehört. Hau ab! Ich mach aus dir Essen. Ist schon schade, wenn ihr nicht hochkommt, wa? Ich dachte, du bist tot. Okay, der kommt auf mich ran. Guckt euch den Cheater an! Mieses Objekt. Oh, wir sind fast Stufe 22. Läuft jetzt richtig gut. Gib mir dein Essen. Danke. Okay, holen wir uns mal das Trinken und dann trinken wir wieder. Wann ist das vorbei? Bitte sag mir, dass es bald soweit ist. Eine Stunde und 12 Minuten? Sehe ich nicht ein. Da stand doch irgendwas von 40 Minuten. Oder nicht? Okay, ein bisschen Köterkeule. Hört sich immer so lecker an. So, oh, ein bisschen was davon, ein bisschen was davon. Sehr schön. Und dann legen wir ein paar Sachen ab. Das, 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 das und das. Ja, das Einzige, was wir hier noch haben, ist der Vorschlaghammer. Der kann
bleiben. Wir haben ja sonst nichts anderes. Und ich brauche eine Waffe, mit der ich rumlaufen kann. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hoch und gucken, was wir Neues basteln können. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, das wollte ich auch nicht. Hier können wir, ich glaube, bei den Schwarzpulvergewehren kann man nichts machen, ne? So, wir haben hier auf jeden Fall ordentlich wieder was dazu bekommen. Aber was haben wir denn da? Gehärteter Verschluss. Ah, das nehme ich mit. Ja, ich könnte hier noch die Präzision verbessern, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Vor allem würde ich meine Reichweite verlieren. Aber es bringt Reichweite ohne Präzision. Ja. Wir hätten hier noch einen soliden Kolben. Überlegene Präzision aus der Hüfte. Na gut, Nahkampfschaden ist jetzt nicht so wichtig. Verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Oder Präzision aus der Hüfte. So, was haben wir denn hier nur so schönes? Wollen wir ein größeres Magazin reinmachen? Oder wollen wir nicht? Verbessert Rüstungsdurchdringung. Verbessert Nachladegeschwindigkeit. Überlegene Nachladegeschwindigkeit. Verbesserte Nachladegeschwindigkeit, erhöhte Rüstungsdurchdringung. Erhöhte oder verbesserte Rüstungsdurchdringung? Gut, hier wird sich ja nichts tun. Ja, gut. Zielfernrohr brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wollen wir einen richtigen Schalldämpfer machen? Ja, ne? Verbessert Rückstoßdämpfung pro Schuss, verbessert Rückstoßkontrolle, verringerte Reichweite. Dämpft das Schussgeräusch, verbessert Rückstoßdämpfung pro Schuss, verbessert Rückstoßdämpfung, verringerte Reichweite. Ja, aber nehme ich. Auch einen Schalldämpfer. Einen richtigen. Ja, cool. Unsere Waffe hat sich um einiges verbessert. Und das war mal ein Jagdgewehr. Ich freut mich. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Wir sind jetzt auf Schaden 29. Wir können aufrüsten auf... War nicht gerade irgendwas mit 70? Ich schwöre gar nicht, ich hätte irgendwas mit 70 gesehen. Naja, dann halt nicht. Wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja, Magazin brauche ich nicht. Ein Visier. Wir wollten ein anderes Visier ranmachen, ne? Standard, Standard. Dann probieren wir es damit. Ich möchte auf jeden Fall den Schaden beibehalten. Da haben wir auf jeden Fall diese Möglichkeit. Überlegener Nahkampfschaden. Überlegende Rückstoßdämpfung. Naja. Präzision aus der Hüfte. Erhöhter Nahkampfschaden. Verbesserte Rückstoßdämpfung. Fast dasselbe. Würde ich justierter Kolben eigentlich sagen, ne? Wegen verbesserte Rückstoßdämpfung. Hier haben wir ja Nahkampfschaden, aber den brauche ich ja nicht. Hier würden wir auf jeden Fall richtig viel Gewicht verlieren.
Aber auch Schaden. Na gut. Magazin brauchen wir nicht, ne? Rückstoßdurchdringung. Rüstungsdurchdringung, ja. Erhöhte Rüstungsdurchdringung. Stechendes Magazin. Überlegene Rüstungsdurchdringung. Nehmen wir das. So, das Jagdgewehr haben wir, die Pumpgun. Oh, Waffenschmied. Da müssen wir einen besseren Waffenschmied kriegen. Um hier die geilen Sachen zu machen. Leistungsstarker Verschluss. Verbesserter Schaden, erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Auch das ist gut. Ist auch nicht schlecht. Ja, hier können wir leider noch nicht alles machen. Aber wir haben schon viel freigeschaltet. Ja, hier können wir noch nicht viel machen. Da haben wir noch nicht viel erreicht. Wir können hier die Präzision noch verbessern und die Haltbarkeit. Rasantes Magazin. Waffenschmied 3. Also wir haben ja bald unser Level up. Können wir ein bisschen was machen. Ja, wir müssen mehr von diesen Waffen finden. Was können wir denn hier mittlerweile machen? Können wir den Schaden irgendwie kritisch erhöhen? Wir haben hier einen präzisierten Schuss. Verbessert Präzision aus der Hüfte. Schaden. Hier überlegene Feuerrate, überlegener Schaden. Ja, kraftvoller Verschluss hier. Gib ihm. Machen wir die 10 mm besser, warum auch immer. Gibt es eigentlich nichts Großartiges? Angriffsschaden, ja toll. Magazin bringt mir auch nicht viel. Ein Visier. Warum nicht? Ah, natürlich ein Schalldämpfer, Freunde. Der gehört dazu. Gut, was haben wir hier noch? Nichts, ne? Jetzt haben wir alles gemacht. Hier haben wir noch eine doppelläufige Schrotflinte, ne? Können wir ja, kann ja eigentlich weg. Ah, die kann weg. Justierter kurzer Lauf. Ja, cool. Da haben wir noch ein bisschen. Ah, das sieht doch schon besser aus. Damit kann man arbeiten. Schon wieder Hunde. Okay. Wir haben jetzt ordentlich was gemacht. Und jetzt wollen wir einen Spind öffnen, habe ich gehört. Der sich um die Ecke befindet. Das finde ich gut. Da gehen wir doch hin. Dann hier nochmal vorbei. Ist das Aluminium oder Blei? Eisen. Das ist genau das, was ich nicht aufgezählt habe. So, uns geht auch langsam die Munition für unsere Waffe aus. Wie viel können wir jetzt tragen? Ach Gott, wir sind noch immer noch überladen. Wir müssen gleich zurück und ein bisschen Munition und so weiter abgeben. Verlassenes Kittery, Bergwerk. Kittery. Nehme ich. Sprengstoffkiste, ja gut. Komm. Kannst du behalten. Ich mag keinen Sprengstoff. Dafür bin ich viel zu oft dagegen gestorben. Ja. 5 mm Patrone. Gatling-Geschütz, ja gut. Nicht der heiße Scheiß. Egal.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz zurück. Ne? Und dann werde ich einmal ganz kurz. Ach, guck mal, wer läuft denn da rum? Afnir, was machst du denn da? Und dann würde ich sagen, kümmere ich mich erstmal um unser Inventar, dass das alles wieder gut aussieht. Und dann sehen wir uns wieder. So, aber erstmal das, was wir gerade gefunden haben, auseinanderbauen. Ein Gatling-Geschütz. Ja. Eine krasse Impro-Pistole. Können wir bestimmt noch mehr Schaden raushauen als hier. Na gut, behalten wir. Gut, dann kümmere ich mich jetzt einmal ganz kurz um das, was wir alles tragen können. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe mich erinnert, dass wir ja noch Rüstungen am Start haben, ne? Ziehen und reparieren. Vielleicht sollten wir gleich auch noch ein bisschen reparieren. So, mein Versteck ist mal wieder voll. Ist geil. Ultraleichtbau. Können wir noch nicht. Schade. Standard. Achso, ist schon poliert. Gut, da können wir jetzt nichts machen. Sehr schön. Rechtes Bein. Da haben wir doch keine Taschen. Es gibt auch keine Taschen für uns. Ja, ohne Taschen ohne mich. Obwohl, beim Rechten haben wir eh momentan noch nichts, ne? Was haben wir denn hier noch? Ja, komm. Und hier behandelt. Reduziert Körperschaden, senkt Wahrscheinlichkeit beim Bewegen entdeckt zu werden. Ist schon wichtig. Rechtes Bein. Scheiße. Jetzt habe ich zweimal rechtes Bein gemacht, ne? Egal. Linker Arm. Hier haben wir aber keine Taschen. Nicht ohne mich. Okay, dann möchte ich gerne Kleidung. War das der? Er hat mich. Hat mich zweimal rechtes Bein. Das war mir so. Den haben wir gerade verbessert, ne? Oder war das linkes Bein, was wir gesehen haben und ich habe mich vertan? Na gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir das mal an. Kleidung. Aber ich brauche unbedingt Taschen. Ach, linkes. Ich dachte, das ist rechts. Deswegen. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Aerodynamisch. Behandelt. Wir müssen mehr von dieser Kleidung zerstören. So, Stufen auf. Zwei Stufenaufstiege? Wenn ich das denn hinbekomme. Okay, Rüstmeister. Waffenschmied auf jeden Fall. Zack. Profi-Hacker, ja, hacken. Ich will hacken, sowieso nicht hacken. Aber ich muss. Allein für diese eine Tür. Waffenschmied. Brauchen wir eigentlich noch gar nicht, ne? Wir machen erstmal Rüstmeister hier. Komm.
Ist das meine erste Rüstmeisterstufe? Oh mein Gott. Okay. Dann haben wir alles, ne? Reparaturschuss. Warte mal. Was war Reparaturschuss? Habe ich davon nicht noch einen? Lack. Ja komm, scheißer Farmer. Nehmen wir den mit. Reparaturschuss ist definitiv besser. Ja gut, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen was in Stärke setzen. Früher oder später. Habe ich zwei Level überschritten? Klar, das letzte Level habe ich gar nicht geskillt, ne? Glaube ich. Okay. Weiter im Text. Wir müssen jetzt da hoch. Finde den Stealth Boy. Waren wir das schon mal? Wie viel kostet mich das? 31 Kroko. Wir haben jetzt genug Geld. Wir haben mittlerweile genug Geld angesammelt. Das Problem jetzt an der ganzen Geschichte ist einfach nur, dass meine Beutetruhe voll ist. Ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, wenn ich die Waffen rauskriege, klar. Muss ich die Waffen verarbeiten. Mach doch einfach mehr. Wie fester. Mehr! Bitte. Das wäre echt geil. The Magic. Cool, da explodieren schon Sachen. Oh, das interessiert mich nicht. Ich geb nen Scheiß drauf. Na, 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 na. Ihr macht das schon da hinten, ne? Top of the World. Ja, ich habe mir gedacht, gut. Kronkorken. Hin oder her. Ich meine, wir brauchen sie eigentlich nicht. Klar können wir Baupläne und so weiter kaufen. Aber bisher habe ich da nichts Gutes gefunden. Ich bin jetzt ab und zu schon, da schon hingegangen. Das letzte Mal hatte ich auch weggeschnitten, wie ich da hingegangen bin. Ist im Endeffekt. War da jetzt nichts, was ich haben wollte. Oh nein, eine Brandbeste. Ich muss hier schnell weg. Ist hier irgendwie ein hochrangiger Spieler in der Nähe? Kann das sein? 25? 30? Nee, eigentlich nicht. Und da müssen wir noch hin, um was zu knacken. Was zum... geht denn da ab? Ich glaube, das war Sons of irgendwas, ne? Da war es wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. Hier oben ist es nicht, ne? Nur sicherheitshalber. Ich will nicht nochmal hochlaufen müssen. Oh, sie hat mich gesehen. Ich liebe es. Nehme ich. Improgewehr. Oh, drei Kronkorken. Seht ihr, schon hat es 28 gekostet, hier zu kommen. Und schon hat es 10 weniger gekostet, hier zu kommen. Das rechne ich jetzt nicht aus, auch wenn es 18 sind. Tod von oben. Achtung! Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Was, wenn ich es nicht tue? Einschlagzone. Ich will da hin. Darf ich das noch rechtzeitig? Ich weiß es nicht. Nehmen wir kurz alles mit. Gott. Ich will das sehen. Nein, lese ich jetzt nicht. Komm, das will ich sehen.
Zeit bis zum Atom. Oh ja. Wir haben 2 Minuten, um da hinzukommen. Okay. Kann ich da auch schnell hinreisen? Von da aus. Aber wir gehen hier hin. Gucken wir uns das Ganze vom Weiten an. Okay, ein paar haben sich außerhalb bewegt. Guck mal, das ist noch richtig schön grün und alles. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Das ist alles grün. Wie cool. Da hat sich irgendwie nichts getan, ne? Ich spiele jetzt der Tod? Nö. Das ist cool. Richtig schöner Atompilz. Gut, Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und morgen gehen wir da einfach mal rein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.